Hallöchen, Popöchen, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rust mit Minias. Guten Tag. Wo bist du? Von der Base hochgelaufen. Dort wurde vermeintlich der Bär gefressen hat. Echt? Ja, okay. Ich hab mir mal hier... Oh, das ist ein Gaul. Soll ich einen Gaul erschießen? Nee, das hört jemand, ne? Nee, lass mal, ja. Auf jeden Fall nicht mit der Schrotze. Oh, da hinten der Mond sieht aber ja wo, geil aus. Ey, wo bin ich gestorben? Ist leider schon wieder dunkel. Ja, das ist das Problem. Ich glaube hinten an dem großen Felsen. Läufst du da? Da ist auf jeden Fall der Bär noch. Ich springe jetzt mal. Seh dich nicht. Ich seh dich auch nicht, witzig. Nee, witzig ist das nicht. Oder? Hat der, meinst du, der hat meinen Körper hier fressen? Der Kollege? Vielleicht. Hast du gerade? Hat er Hunger gehabt? Ich meine, so abwegig ist das nicht. Ich hab eine Fackel an. Du hast eine Fackel an? Warte mal, dann muss ich jetzt nochmal Bear Grylls machen und den höchsten Punkt suchen. Ah ja. Wo bist du denn? Free? Ich sehe dich nicht. Du hast echt immer noch eine Fackel an? Ja, gerade, ja. Okay, dann sehe ich dich nicht. Läuft gerade jemand an mir vorbei? Rust ist freundlich geworden. Oder ich bin das. Ey, fuck, Alter. Warten. Da hat mich doch jemand gelootet jetzt, oder was? Ich meine, dass du hier an dem großen Felsen liegst. Hier, loven. Loven. Ja, da, so hast du jetzt eine Fackel eben angehabt? Ja. Jetzt, nee, ich hab sie die ganze Zeit an. Hier läuft jemand. Halt mal an. Ja, spring. Nee, dann bin ich's nicht. Spring? Springe. Ja, okay, ist er nicht. Ein anderer Typ. Fuck, ey. Vielleicht meine Leiche weg. Ob der Bär die gefressen hat oder jemand die zerhackt hat. In der Zwischenzeit. Also ich meine, dass ich hier da bin, wo dein Körper liegt. Ich kann ihn riechen. Siehst du mich denn nicht? Nein, null. Dann doch, da jetzt, stopp. Bist du gerade gelaufen? Komm mal zurück den Weg, wo du herkommst. Ja. Hier ist ein Bär. Hier ist ein Bär. Oh, er hat mich. Warte, ich schieße. Oh. Du bist ganz weit weg. Oh, ich bin bounded. Aber ein schöner Sound, wa? Hast du den Bär weggemacht? Nee, er hat zwei Schüsse gefressen und, wieder daheim, juhu. Hä? Wieso hat man... Ich glaube, ich weiß, wo du gestorben bist. Ich habe gar nicht meinen Staff verloren, den ich unter der Leiste hatte. Ich habe wieder eine Axt und wieder eine Spitzhacke. So, ich guck mal. Der macht noch. Das sieht schön. Nein! Ach, da ist noch ein... Dieser Bärenscheiße, da. Tatsächlich, mich hat der Bär. Und jetzt bringt ja noch jemand anderes um. Naja, solange ich nur vom Bär getötet werde. Hm. Ist alles gut. So, hallo. Oh, ist auch schweinedunkel im Rust. Mhm. Schweinedunkel. Weißt du noch damals, wo wir mit Gamma gearbeitet haben? Ja, auf jeden Fall, ja. Können sie jetzt, können wir jetzt nicht. Wir können aber einen Fackel anmachen, das ist professionell. Ich mach mal hier ein Feuer. Ja. Soll ich mal, ich mach dir kurz Licht. Ah, hab ich doch gut hingesetzt. Okay, kannst du wieder ausmachen. Also wir haben oben noch offen, ne? Da ist der Bär vor der Tür. Rein informativ, wir haben oben noch offen. Ja, aber da kommen sie nicht, also nicht so schnell. Nicht als Press Spawn. Naja, jetzt fresh, nein. Oder? So fresh ist das Spawny nicht. Nicht fresh Spawn. Okay, pass auf. Denn wenn wir jetzt. Du Cold? Fuck you spielen. Jetzt. Komfort. Wir werden jetzt. Was ist denn mit dir immer nur. Was mir gerade einfällt, kannst du dich erinnern, als der Johannes Rohe mit uns die Aufnahmen für seinen Artikel zu Rust gemacht hat? Ja. Also, wer es jetzt nicht weiß, Johannes Rohr ist ein Redakteur bei der GameStar. Der war damals Volontär oder beziehungsweise irgendwie Trainee, glaube ich, war er. Angehender Redakteur. Der ist ja ziemlich etabliert jetzt bei der GameStar. Der hat zum Beispiel das Video gemacht oder den Artikel geschrieben zu Escape from Tarkov. Okay, krass, ja. Ja. Oh, hier ist ja eine richtige dicke Pistole, halbautomatische Pistole. Ja, habe ich reingelegt, ne? Habe ich gefunden. Und wir haben aber immer noch kein Seil. Wir brauchen unbedingt Seil. 23:47. Okay, ist keine Echtzeit. Was? Achso. Ich glaube, zum ersten Mal ist es nicht maximal spät bei unseren Aufnahmen. Es ist, ja, stimmt. Wir sind heute doch recht früh dran. Mhm.
überlege gerade, ob ich uns nicht irgendwie waffentechnisch was basteln müsste, sollte, könnte. Ja gut, ich könnte jetzt eine Metallfeder für eine dicke Waffe. Haben wir nicht? Hat man doch. Shit. Haben wir nicht. Shit. Also ich würde mir... Haben wir kein Holz mehr? Ich habe noch 950 in der Tasche und hier ist noch ein bisschen was verteilt. Jeweils. Ich würde mir zumindest gerne einen Speer machen, weißt du? Aber das langt nicht ganz. Warte mal, hier. Mhm. Vielleicht gleich zwei, macht Sinn, falls einer kaputt geht. Oh, der schwebt hinter dir. Ah ja. Verbrennt ihn. Hab ihn an die Wand gestellt. Jetzt habe ich zwei. Ja, mach mal. Ich dachte, nicht ausrutschen jetzt. Warte, so. Würstchen am Stock. Das ist immer noch zu cold, weil ich stelle mich mal in Richtung Feuer. Achso, wir haben die Klamotten verloren. Mann. Ja, wir sind leider noobig unterwegs hier. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich habe den Bär voll in die Fresse geschossen mit der Rotflinte, aber den hat es nicht interessiert. Fehlt uns eine scheiß Metallfeder, dann könnten wir hier so ein halbautomatisches Gewehr basteln. Könnten so zwei machen. Brauchen wir zwei Federn. Also das wäre jetzt nochmal interessant. Die können wir aber nicht an Werkbank oder so herstellen. Ist vorbei, Digga. Sehr raus. Gut. Ja, wird hell. Guck mal, Sonnenaufgang. Unsere Zeit. Ich mach mir auch mal nochmal einen Speer. Einfach nur der Sicherheit. Der Bär will zu dir. Dann wollte nochmal Tag sagen oder was? Ja, hör auf jetzt mit dem Bärenscheiß. Wann? Los, komm. Komm. So, ja. Ja, komm. Okay, wollen wir mal in Richtung deine Leiche nochmal gehen? Wir waren nämlich hier. Mhm. Und meine Leiche war aber woanders. Ich meine, dass es dahin bei den großen Felsen war, wo du gestorben bist. Ich war weiter rechts. Okay. Aber ist nicht schlimm. Es ist eh weg jetzt. Er hat irgendjemand... Oh, nee. Sag mal. Du Ninja-Looter. Unten ist ein Pferd. Oh, das ist da. Komm, hier. Hier liegt einer. Hier, okay, Klamotten. Nice. Das sind meine. Ich fuck, du hörst das ja wahrscheinlich, oder? Jo. Ein paar. Sehr geil. Ja, das bin ich. Tarnräder, Gewehrgehäuse, sehr gut. Gewehrgehäuse ist sehr gut. Double Barrel Shotgun liegt auch noch hier. Nee. Ja. Wie? Ach, ja. Geil. Hast du deinen Stuff wieder? Ja, genau. Ja, heiß. Heiß, nice. So, bis hin. Ich höre dich schlagen. Irgendwas Schönes. Hier die chinesische T-Shirt. Nice. Keiner Shirt. Oh, ganze Ding verschwindet. Willst du das Ding abbauen? Ob die Zuschauer was in der Aufnahme sehen? Bei den Lichtverhältnissen? Ja, so ein bisschen sehen sie zumindest Schatten. Licht und Schatten. Ach, das geht schon, nicht? Lass mal nochmal gucken, ob wir nicht Leiche nicht doch nochmal finden. Wobei ich da nicht von aussehe. Ja. Also ich bin jetzt Richtung Nordwesten. Zumindest hast du schon mal ein T-Shirt an, das ist wunderbar. Dann sieht man meine Brustwarze nicht mehr. Ja. Nur noch halb illegal. So, ich bin nämlich von links gekommen hier und bin hier lang gelaufen auf jeden Fall. Das richtige links oder das andere links? Das richtige links, ja. Okay. Dann habe ich vorhin hier jemanden getroffen. Der hat allerdings nicht gleich geschossen oder sonst irgendwas getan. Aber der Bär hat dich dann getroffen. Ja. Dann ist übrigens ein Pferd. Oder ein... Nee, ist wieder ein Hirsch. Warum sieht man auf die Entfernung immer die Geweihe so spät? Mal, warte. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Oh, okay, nee. Jetzt bin ich dran. Wollen ich los? Do it, do it. Oh. Da musst du schon weit höher zielen hier. Achtung, nochmal. Testfeld. Ja. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Jetzt auf dem... Ist er da durch jetzt? Ja, da ist er durch. Ah, den rennt er. Ach, da rennt er. Feige Sau. Egal. Die Tiere im Terminal, das heißt, wenn ich ihn lang genug verfolge... Dann ist er, ja, dann kannst du ihn looten. Mit dem Energy Drink zwischen den hier, ist gratis spawn, perfekt. Perfekt. Willst du den looten? Da oben ist noch was. Okay. Schönes Ding. 30 Quality. Metal? Nice. Nice, ja. Sehr gut. Warte mal, ich finde, wir sollten auch dann spielen wie alle spielen. Also, kill on sight, oder? Ja, was sagst du dazu? Ich rede da nicht, nö. Hallo. Ist ja irgendwie doof. Die Zeiten sind vorbei. Hey, Luke, kommt rein. nee, das ist nicht. Also, nee, lass das mal liegen. Was finde ich jetzt voll unfair, dass du auf mich einhakst? Muss es sein? Kann ich meinen Arm wieder haben? Nee.
Das ist Rust. Ist schon Rust. Absolut. Auch noch was. Bist du? Jo. Deine Hose und alles wieder. Meine Fresse. Mhm. Ey, was ist denn hier? SMG Buddy, hab ich. Jetzt haben wir schon zwei. Jetzt haben wir schon zwei Teile. Jetzt zieh die an. Dann hast du. Wunderbar. Sehr schön. Hier war der. Ja, hier war der Bär und hier bin ich lang gelaufen. Du bist vor einem Felsen gestorben, das habe ich im Schatten gesehen. Denn hier so? Hier, ich meine hier hoch, ich habe dich mich noch von unten gesehen. Du bist vor irgendeinem Felsen gestorben. Ja, nee, der ist aber hundertprozentig weg, weil... schon zwei rechts ist ja, einer. Rechts ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Okay. Der wohnt auch da unten, meine ich. Meinst du das? Der will hier abbauen, hier vorne ist ein Felsen. Ich wette mit dir, hier. Jetzt haust du ab, wo dein Typ ist? Nee, ich bin bei dir. Okay. Wollen wir oder nicht? Ja, natürlich. Mit Kampfgeschrei oder ohne? Ach. Okay. Er ist irgendwo hinter dem Felsen. Da ist er. Der ist hier hinter dem Felsen. Der hat mich gerade angeguckt. Oh, hat er mich. Oh, ich bin da. Oh, der hat mich erwischt. Mit der Axt oder was? Ja, ja. Okay. Kannst du mich wiederbeleben? Ah, nee, ich bin wirklich down. Pass auf mein Zeug auf. Ja. Ah, shit. Das war echt schlecht. Also, ich bin, Spieß schlecht. Blute noch. Ja, ich komme. Ja, wäre nicht schlecht, ja. Hast du... Oh. So das war nichts mit dem Spieß hier. Zerhackst du den gerade? Ja, Hack. Ach, das war direkt neben unserer Base? Bin ich das? Ja. Ja. Oh, ja, dann sperre ich noch hinter dir auf dem Boden. Wir müssen mal dann zu Base... Und, oh, kriegen wir Knochenmesser machen? Nee. Also, ich wette mit dir, der wohnt unten. Essen, nee. Ich wette mit dir, der wohnt hier unten. Könnte sein, ja. Also. Dann, first dude to raid? Moment. Nee, raid noch nicht. Das sammelt nicht den Stuff. First dude to raid. Wir müssen mal gucken, wie man, Naja, komm, wir bauen Waffen. Für die Schrotze Munition macht. Gehen wir hin. Können wir hier mal ein bisschen ausbauen? Das war, weißt du, hier das Fundament schon mal außen rum reihen. Ich kümmere mich, glaube ich, mal darum. Ich packe jetzt erstmal. Oh, das war knapp. Haben wir noch Steine? Alles gut. Passt ein Spatz eingeklemmt. Ein Spatz. Haben wir noch Steine noch? Wir haben auf jeden Fall 74 High Quality Metal. Steine, ja. 3000, 5000. 5000. Wir haben jetzt noch einen sammelt, ne? In der Kiste sind 267. Ja. Ist jetzt nicht berühmt. Wie macht man denn Schrotzenmunition? Es gibt sogar Modifikatoren für die Shotgun. Also die Spitzachse war kaputt oder was? Deswegen hast du die. Ja. Hier irgendwie. Ich finde die geil. Guck mal, da ist ein Schraubendreher drin hier oben. Was? Ja, hier, so ein Griff für so einen Schraubendreher an der Seite. Aber weißt du was? Ich droppe sie dir mal. Dann kannst du dir mal angucken. Nee. Kenn die. Doch. Nimmer. Oh ja. Immer I like swing. Auf jeden Fall geil, ja. Screenshot gemacht. Das könnte sogar glatt so funktionieren, ne? Ja, also mehr oder weniger, wenn sich darum. Oh Gott, jetzt habe ich auf deinen Arsch geguckt. Mein Schwanz geht, aber dein Arsch ist schlimm. Wollen wir mal die Base. Das mache ich jetzt. Wir haben ja kein Holz. Dann besorg erstmal Holz. Ja, das ist gut. Ich habe so viel Fackeln und den ganzen Scheiß. Ich hole jetzt trotzdem Holz. Wenn der Typ wiederkommt, schrei ich. So machen wir das. Komm ich raus. Ich werde mal kicken, dass ich uns mal... Ich bin schwören, dass ich gerade jemanden laufen habe hören. Ich habe mich bewegt. Ja, könnte sein. Nee, da ist der Bär direkt an unserer Base. Ach, schön. Direkt daneben, rechts davon. Der wickelt so ein bisschen. Direkt der Bär. Der will mich nicht. Komm ruhig raus, ist für dich, Jackie. Also ich werde auf jeden Fall mit einer Salvage Axe oder sowas den Typen dann eigentlich. Brauchst du Hilfe? Nee, ist halt gut. Der macht sich jetzt eh mal rum um die Base hier. Ah, shit. Hat er dich? Nee, Quatsch. Ich probiere ihn mit einem Spieß hier. Spießen. Oh. Ein Gewitter? Gewitter? In Neuss? Ne, Neues ist das. Ach, ich werfe mal auf den Boden, scheiß Speer. Wie droppt man denn Sachen? Achso, du wirfst auf den Boden. Ja, da hast du es.
Hast du ihn? Nee, ich hab nur E-Mail drauf. Nimm den Speer. Nein, er will es nicht gehen. Deswegen gehe ich jetzt wieder rein. Soll ich mal helfen? Nee. Ich komm mit dem Aber du machst jetzt aggressiv. Klar. Und wenn ich nach Hause komme, weißt du, ist der da. Wow, du kommst ja gerade recht. An deiner Stelle gerade nicht machen. Lass das mal. Wenn du nach Hause kommst, ist keine gute Idee. So, was haben wir denn hier noch an? Diese Explosionen klingen aber echt krass. Absolut, ja. So, was können wir uns denn basteln? Eine schöne Waffe, eine schöne Waffe. Oh, wir können alle. Selbst überhaupt der MP, eine Thompson. Mach mal. Ganz hart vor einer Thompson weggesnackt. Ja, dann ist Thompson vielleicht das Richtige. Davon haben wir 4, 2 Metallfeder. Ja. Also, wir machen eh eine Thompson. Also irgendwas, ich brauche was grobkörniges. Da bist du vielleicht richtig. Was brauchen wir für eine Schrotze? Noch 2 Metallfedern. Also, ja, ich habe ja eine Schrotze. Nur die hat dann nur 2 Schuss, das ist halt. Naja, aber die hat wahrscheinlich eine Streuung. Wo ist denn der Mittelpunkt? Ist der wirklich. Okay. In der Mitte? Ja. Muss mir einen Tesafilm auf dem Monitor kleben, so wie früher. Geil, er hat einen Übergang gemacht am Fluss. Dass man nicht nass wird. Wieder kein Hanf. Ich habe auch echt kein Glück. Wieso? Ja. Spannung. Spannung? Ah, gegenüber am Fluss ist auch noch eine Base. Wir müssen die Geschichte ausbauen. Ja, wir haben noch ein bisschen Stein, ein bisschen Holz. Allerdings echt. Ich besorge ja gerade, also. Ja, okay. Viel zu wenig, ja. Geht mein Kino rüber. Ja, das ist gerade gewesen. Die Brücke am Quai. Verstehe ja nicht, wozu man hier diese Blechschrott braucht. Auf Rüstung. Du meinst das Stoppschild? Für eine Rüstung? Ja, nee, das nicht. Das ist klar, dass man den für eine Rüstung braucht. Also ich würde sagen, wir ziehen jetzt nochmal Foundations quer um die Base. Ja, ja. Das ist übrigens noch eine Base, sehe ich gerade. Wir haben genug Eisen theoretisch, um den auf Eisen aufzuwerfen. Richtung Westen ist eine Base übrigens. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Schleuse machen. Weil sonst ist es schlecht. Ja, da kriegen wir hin jetzt. Ich kümmere mich um die Foundations. Ach so, was ist mit Munition für Minias? Schrotzenmunition, ja. Ja, könnt ihr gut machen, Ludwig. Ammo. Was brauche ich dafür? 5 Metallfragmente? Schalte sie jetzt bei Fleisch immer ein. Wieso? Wegen der Munition. Blindenlaufgeschoss. Ich mach mal die dicke, ne? Ja. Dieser Server wird ganz schön voll. Fällt dir das auf? Ja, tatsächlich. Das wird schon. Da machen wir uns gar keine Sorgen weiter. Nein, es ist Rust. Ich meine, die Zuschauer wollen ja auch nicht nur sehen, wie wir irgendeine Base bauen. Ich meine, das haben sie in 2 Quadrillionen Folgen vorher gesehen. So, dann machen wir noch 2 davon. Also ich will auf jeden Fall eine Salvage-Axt, weil die ist wirklich. Die ist auf jeden Fall effektiv. Hast du schon eine jetzt oder was? Nee. Ich guck jetzt gleich, wenn ich vielleicht noch. Salvage-Axt. Mir ist zum Beispiel jetzt too hard. 1 Metallrohr und 5 Metallklingen. Ja, Metallrohr habe ich. Du willst aber die andere, ne? Salvage, das ist die. Können wir nicht Metallklingen schmelzen? Oder was brauchen wir denn, um das Material in. Ist er? Gehen wir hin. Ich bin zur Nachbar. Hallo, hier, ich schmeiß jemand hin. Da läuft jemand, hast du gehört? Draußen läuft jemand. Ich hab mich gedreht. Pack jetzt alles hier rein, du verwertest. Hinter dir ist die. Munition für Schrotze. Deine Knarre. Ich habe die aber nicht dabei. Ach, da liegt sie auf dem Boden. Du hast 2 verschiedene gemacht. Eine rote. Ja, die roten sind die Streuung und die anderen sind die Slugs. Durchschlag. Geil. Metallrohr. Okay, wie lebt man die? Kann man die auch draufziehen? Kann man nicht draufziehen? Vielleicht kann ich bestimmen, was ich lade. Kannst du halten? Fragezeichen? Ja. Slug. Erhalten funktioniert. Ja. Wo ist denn die scheiß Metallklinge jetzt hier nach? Du bist. Psst. Sei leise. Die Musik an. Soll ich ihn oben. Was hat er? Genau. Hör nicht. Hier deine Axt. Wo, hast du eine Kiste? Nee, da. Nee, unten auf dem Boden. Warte.
Warte, ich habe die Axt immer noch nicht. Die liegt so. Jetzt. Echt? Echt? Die lag so an der Kante, dass ich mal in die Kiste bin, ja. Aber ich muss mal ein bisschen Stuff loswerden. Ich müll mal hier in die Ecke. Ich war mir so rum. Mach dir mal noch Bandagen. Ja. Gut. Oder soll ich welche machen schnell? Wenn du gerade hast. Ich habe übrigens noch Holz mitgebracht. Hello. I have my torch. Was sagt er? I have my torch. I have my torch. Ach, der will... Was? Ein Hamburger? Schinken. Wenn du aufmachst, könnte ich... Hm? Soll ich? Ja. Okay. Oh, der hat mich. Helf mir. Oder liegst du auch? Nee, ich helfe. Was ist los? Okay, lass mich ihn. Heb mich hoch, ich kläre das. Wo ist meine Schrotze hin? Meine Schrotze ist weg. Hast du die? Nee, halt nicht. Hä? Wo ist denn die Schrotze hin? Das Pfeile, der hat ja vorher getroffen. Hat er sie vielleicht? Nee. Ist sie unter ihm? Ah, der hat zwei Bandagen und meine Schrotze. Alter, wie hat er denn das gemacht, bitte? Das Schöne ist ja, die beiden Federn, die wir brauchen. Und wo ist der Bogen hin? Den habe ich jetzt. Warte, ich habe hier den Schrotze, hast du genommen? Ja. Okay. Jetzt hat er mich. Ich weiß auch nicht, wie ich schießen musste. Das ist auch so nah irgendwie, als wäre das Field of View so minimal. So. Ja, nice. Die Frage ist, der kommt bestimmt gleich wieder. Ja, hör mal Torch, hat er ja gesagt. Okay, lass uns schnell hier das erweitern. So, Bugshot habe ich jetzt mal genommen. Mal gucken, die streut bestimmt besser. Mhm, ja genau. Aber willst du direkt mit Dreieck? Nee, ich hätte erst nochmal eine normale Runde drum gezogen. Nee, lass uns gleich Dreiecke, fertig. Okay. Also du willst einfach so eine kleine Base haben. Ja, wir brauchen noch einen Außengang, weißt du, was ich meine? Ich brauch Holz, toll schnell. Ja, ich hole. Mach mal höher, im dritten Stock oder so. Achso, du willst alles mit Eisen hier drin machen? Okay. Genau. Soll ich Holz... Jetzt habe ich einstecken, ich Profi. Ja, sie braucht Holz. Los. Ja. Ich hab ein bisschen Schiss gerade. Ja. So, jetzt. Hier. Meine Damen und Herren, werden wir es schaffen, diese Base zu bauen, oder werden wir es nicht schaffen? Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst uns schon wieder zu Ende. Ach, schade. Wenn es euch gefallen hat. Es ist vorbei. Ja, mir ist das recht. Vorbei. Und deswegen sage ich Daumen hoch, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Küsschen.